willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich war letztens auf der Suche nach der Oreo-Cola. Ich habe zwar schon mal davon gehört und habe gedacht, das braucht kein Mensch, das ist doch absolut abartig. Wieder mal ist ja bestimmt auch wieder Zero und deswegen lass das einfach. Mir wird das jedes Mal vorgeschlagen bei Snackier, dass man die bestellen kann, aber ich möchte nicht extra wegen einer Oreo-Cola bei Snackier bestellen. Jetzt gab es sie im Kaufland, in der Werbung, im Angebot. Ne, warte mal. Im Penny, in der Werbung, im Angebot. Wir mussten in die Stadt, wir sind beim Penny vorbei, haben gedacht, okay, Penny, da gab es schon die Axel Schulz Pizza nicht, als sie in der Werbung war. Werden wir bestimmt bei der Oreo Cola Glück haben, Sinn rein, gab es natürlich nicht. War aber ausverkauft, das heißt, im Gegensatz zur Axel Schulz Pizza haben sie die sogar bekommen, aber war halt direkt ausverkauft. Bist du weitergefahren, Kaufland, wolltest dein Restzeug noch holen und dann siehst du plötzlich was viel Besseres als eine Oreo Cola und zwar diese Fanta Afterlife. Dann hast du die einfach mitgenommen. Wie ihr alle wisst, ist ja jetzt der Beetlejuice-Film in den Kinos. Also der heißt jetzt nicht Beetlejuice, sondern Beetlejuice. Habe ich jetzt dreimal Beetlejuice gesagt hintereinander? Eigentlich nicht. Ich habe nämlich dazwischen noch Sondern gesagt. Siehst du, mir geht's gut. Und die hat Badlands Chucks in einem Video von sich ja auch mal gezeigt und getestet und hat auch einen Zuschauer probieren lassen und die fanden das mega lecker, mega genial. Afterlife steht nämlich hier für Apple und Litchi, aber auch wie das Zero Sugar. Ich weiß von Henry, Grüße an Henry. Henry war jetzt erst im Kino beim Beetlejuice-Film. Ich kann mich gar nicht mehr so recht an den ersten Film erinnern, aber irgendwie, wenn ich mir das Cover angucke, denke ich, hä, das sieht ja genau aus wie der erste Film mit den ganzen Leuten und mit den ganzen Geschöpfen, mit dem Schrumpfkopf und Zeug, alles, was im ersten Film dabei war. Ich habe die jetzt schön gekühlt, ich möchte die jetzt mal probieren, diese Fanta Afterlife, einfach mal fürs Thumbnail so irgendwie. Offizieller Moviepartner von Beetlejuice. Du siehst auch natürlich, der hat ja so einen Sträflingsanzug immer an, dass das Etikett außenrum auch alles so schön gestreift ist, so schwarz-weiß streift. Na gut, da ist so viel Logo drauf, dass man das nicht sieht, nur hier vorne das Stück. Dann hast du da die Fresse, das ist auch richtig genial. Dann steht da Afterlife in grün und hier eben Apple Litchi. Also After ist Apple, Apfel, und Life ist Litchi, also Litchi, ne? So kannst du dir das merken. Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Apfel- und Litchi-Geschmack und Süßungsmitteln. Eigentlich hätte ich noch ein Bild machen müssen. Also habe ich jetzt vergessen, aber ich mache es jetzt erstmal auf. Ich nehme mal einen ganz kleinen Schluck aus der Flasche nur. Boah, das schäumt schon wieder übelst brutal. Denn dann möchte man es ja ins Ernesto-Glas schütten und dort rauschucken, ne? Badlands Chucks Manier. Wir schnüffeln mal. Also es ist eine ganz leichte Apfelnote da, aber irgendwie ist das Litchi am meisten präsent. Das Litchi haut so rein. Riecht auch relativ süß, aber auch fruchtig und sehr interessant. Ich muss sagen, es riecht angenehm. Jetzt riecht es auch nach Apfel, wenn man den Litchi weggesaugt hat. Jetzt riecht es nach Spülmittel. So, das sind die drei Phasen, die das Afterlife durchlebt. Recycle Milch. Wir probieren jetzt mal einen kleinen Schluck. Ich habe wieder Angst vor dem Nachgeschmack. That's good. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Du merkst trotzdem eine Apfelnote, du merkst das Litchi-artige, du hast trotzdem einen fruchtigen Nachgeschmack eigentlich. Ich merke gerade gar nichts von Süßungsmitteln. Es schmeckt eigentlich normal. Einzigster Kritikpunkt ist, es schäumt so dermaßen viel. Es brennt schon wieder und schäumt von der Masse her an Kohlensäure, die da drin ist. Vielleicht also mal 10-mal schütteln und dann aufmachen, dann fliegt alles rum und dann nochmal probieren. Aber wir schenken es ja jetzt ins Glas. Wenn wir es ins Glas schenken, da geht ja ein bisschen was an Kohlensäure verloren. Wir können ja auch extra von oben einschenken, dass der Schaum... ...sich umwandelt. Sieht halt jetzt so aus wie eine Waldmeisterbrause. Es sieht auf jeden Fall gut aus.
Es ist ein Hingucker wieder mal. Sehr interessant, sehr interessant. Und ich muss sagen, zwischen den ganzen Getränken, die wir so hatten, die ganzen Cola-Sachen, gerade auch von Coca-Cola da mit ihrer Popcorn-Cola und so und jetzt Oreo-Cola, das kann ich mir alles nicht gut vorstellen, aber hier bin ich gerade wirklich überrascht, weil Fanta ist einfach Fanta. Fanta ist gut, Fanta ist besser als Sprite, Fanta ist wohl besser auch als Cola. Deswegen gönnt euch Fanta, grüne Fanta Afterlife von Beetlejuice. Habe ich, wie gesagt, im Kaufland gefunden. Und jetzt ist die Flasche gleich leer. Und dann war's das. Das ist aber schade. Da kann ich gar kein Bild mehr machen mit der Flasche. So. Wir halten das mal kurz rein. Das wollen wir nochmal zeigen. Und jetzt wollen wir das austrinken und sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Du hast auf jeden Fall auch hier wieder so eine Schaumfontäne im Hals, aber es war jetzt schon angenehmer und besser zu trinken als aus der Flasche, weil das jetzt schon ein bisschen die Kohlensäure verflüchtigt sich hat, ist. Aber ich habe trotzdem jetzt übelst das Drücken auf dem Magen und so ein ganzes Glas mit einmal schmeckt dann auch nicht mehr so gut. Es ließ sich besser trinken, aber ich würde sagen, genießt das. Genießt das. So einen ganz kleinen Schluck immer mal. Nehmt den Geschmack auf, nehmt das mit, genießt das. Das ist was Besonderes. Im Gegensatz zu den ganz anderen Sachen finde ich das absolut vertretbar. Die Afterlife Fanta von Beetlejuice. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.